So, los geht's. Wir sind jetzt, ich glaube, Nummer 4 vom Gartenvlog. Wir versuchen gerade das Ende, ich hoffe, man sieht mich jetzt ganz gut. Wir versuchen jetzt hier gerade das Ende von unseren Steinplatten zu überlegen. Das Hochbeet muss fertig werden. Es geht los. Bitte mehr hüpfen jetzt. Okay. Und links rum. Es ist wundervoll. Ich finde, es ist wirklich sehr schön. Merkt ihr das eigentlich, dass ich gehe mal in so einen Ton rein, ne, wenn ich hier so am Filmen bin? Es ist so die Unterhaltungstonart für mich, ne? Geht das nämlich los hier? Echt? Unterhältst du dich immer so? Sagst du das? Nee, wenn ich andere unterhalte. Ach so. Mit genau. Ostfriesischem Akzent? Mit leicht ostfriesischem Akzent, ne? Genau. Die Musik ist aus. Oh no. Ich weiß nicht warum, es ist wahrscheinlich Absicht gewesen. Das Handy macht das nämlich so. Ach so. Ja. Komisches Handy. So, ich versuche mal den Schatten hier rauszunehmen. Genau, wir haben jetzt nämlich hier schon viel zu viel Split gehabt. Dafür ist jetzt alles gerade nämlich. Wenn man mal gucken will, wir haben hier nämlich mit der Wasserwaage hier alles feinsäuberlich gerade gemacht. Und deswegen haben wir jetzt hier noch ein bisschen Split über in dieser Schubkarre. Und den werden wir verwenden, um nochmal die Lücken zu schließen, womit wir schon angefangen haben. So sieht das nämlich aus hier. Und dann geht das nämlich ganz weiter. Als nächstes werden diese, wie heißt das? Pflanzringe heißt das. Die Pflanzringe werden jetzt hier aufgesetzt, um dann die Wände dieses Hochbeets zu bilden. Ganz genau. So sieht das aus. Und wir haben das nämlich schon richtig gerade gemacht, alles hier, ne? Oh yeah. Und das war es auch schon wieder mit Teil 4 des Gartenvlogs. Macht's gut, ich wünsche euch was. Ich auch. So. Seid ihr zufrieden heute? Ist das Wetter gut? Was haltet ihr davon? Mal gucken. Heute ist es schön warm. Tschüss.